Ich sehe ein funkelnagelneues Messer der Firma Real Steel. Und zwar das Real Steel Crusader Black. So. Wir haben einmal eine Skizze, einen Aufbau der verschiedenen Liner Lock, Button Lock, Frame Lock, Back Lock. Ein paar Modelle zur Auswahl. Wir haben eine Garantiekarte. Des Weiteren ein Reinigungstuch. Jawohl. Mit Emblem. Sehr schön. So. Und dann natürlich das Messer an sich. Fangen wir ganz vorne an. Wie gesagt, das Real Steel Crusader Black mit G10 Griffschale. Schale, weil Rückseite, nein. Aus Stahl. So. Aber dafür der Pin, ja, zum Öffnen, auch aus diesem G10 Material und hier angeschraubt. Finde ich mal was anderes. Eine neue Innovation. Sieht super aus. Und auch mit hier der Ausfräsung, wo man dann reinfahren kann. Der Pin, weiß nicht, ob man es jetzt sieht, ist auch dementsprechend, also da passt der Daumen rein wie Arsch auf Eimer. Und dann kann man das Ganze natürlich sehr schön öffnen. Läuft super. Klinge satiniert. Sieht auch sehr gut aus. Passt auch mit dem Griff. Das Ganze ist eine Nummer massiger, wie ich eigentlich auf dem Foto oder wie ich es gesehen hatte. Ich habe mir das ganze Modell im Prinzip eine Nummer kleiner vorgestellt. Aber das ist schon mit Gesamtlänge von 22,4 oder ja, über 22,4 cm ist das schon ein schöner großer Folder, ausgewachsenes Teil. So, wie gesagt, auf der Rückseite haben wir den Clip, leider nicht versetzbar, aber also keine G10 Griffe, sondern einfach den Stahl, finde ich sehr schön, sieht sehr gut aus. Und dadurch auch der verlängerte Frame Lock, der sich dadurch auch sehr einfach bedienen lässt. Ja, super, klappt wunderschön und sauber ein. So, die Daumenauflage, ja, okay, ist in Ordnung. Das Design insgesamt von dem Griff, muss ich sagen, auch mit Handschuhen, da hat man noch ein bisschen übrig. Da ist wirklich, das Messer ist klasse. Und zwar von dem Designer oder der Designergruppe Poltergeist Works ist dieses Design mit der satinierten Klinge, ja, 14C28N Stahl. Kann man. So, wie gesagt, dann nochmal das Logo Poltergeist Works. Ich fand es einfach bombastisch, finde es sehr immer noch. Ich finde es super schön, sieht einfach toll aus. Wie gesagt, eine Nummer kleiner, ja, aber so ist es halt ein richtig großer Folder mit einer Klingenlänge von 9,5 cm. Gesamtgewicht beträgt 150 Gramm und Klingendicke haben wir 3,5 mm. Ja, die Verschraubungen, alles andere tadellos, wie gesagt, wunderbar, sieht ganz toll aus. Zum Schnitttest muss man da wirklich noch was dazu sagen. Also Schnitttest bei einem Real Steel Messer eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Von daher, ja, hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn es anders ausgesehen hätte. Ist einfach, ja, schön scharf. Beim Preis des Ganzen liegen wir bei ungefähr 60 Euro. Und ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, Real Steel, muss ich sagen, stimmt einfach. Super schön. Tolles Design. Und da würde ich sagen, wenn es euch gefällt,
Schlag zu. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ah, falsch. dann bis zum nächsten Mal. Ciao.